Jo Leute, willkommen zur dritten Folge der diesjährigen Champions League Saison. Die Olympiakos Piräus gegen FC Bayern München treten heute gegeneinander an. Und Bayern darf die Griechen nicht unterschätzen, denn letztes Jahr haben das schon Juventus Turin einen eigenen Leib erfahren müssen. Es gab nämlich Niederlagen. Nur es fehlt immer noch das Quäntchen Glück am Ende für Piräus, um so eine Gruppenphase zu überstehen. Wer weiß, vielleicht reicht es ja dieses Jahr. Und die mischen überraschend da oben mit in der Gruppe. Es werden wir ja nach den 90 Minuten ja sehen. Da was drin ist für die. Für Bayern ist natürlich ganz klar der Siegpflicht. Und daran gibt es nichts zu rütteln. Alles andere wäre einfach nur zu täuschend. So, da haben wir gleich mal das erste Mal gefoult. Boateng haut mit Druck um. So. Oh, was macht denn Boateng da? Kurz einen Blackout bekommen. Oh, Martinez. Thiago. Erstmal bekannte Fußballspiel auflegen hier. Na, sorry, Lonzo, schätze ich gleich. Kommt aber am Ball. Schön, top. Oh, schön, dort was. Schön. Schön. Und da machen die ja gleich das 1:0. Lewandowski. Stelle ganz schnell die Weichen auf Sieg hier. Aber das ist ja im gewohnten Bayern-Manier, sehr früh ins Spiel in Führung zu gehen. So muss das einfach. Starkes Spiel, der Doppelpass. So. Schon nach 10 Minuten geht Bayern München in Führung. Hat die Dauer aber richtig stark gekämpft. Xabi Alonso spielt nach hinten rum. Lahm ist am Ball. Wieder auf Robben. Oh, Robben macht hier seinen Tanz, ja, seinen bekannten Tanz. Setzt hier schön links, links rechts, links eins. Staffette an. Schade, da passt aber gar nichts zu Lewandowski. Ah, oh, stark geholt wieder. Oh, Leon, jetzt Robben wieder am Ball. Stark zurückgelegt. Ah, der läuft aber auf. Ja, Robben wollte sich eben eine gute Schussposition erarbeiten. Der ist halt immer total heiß drauf. Tose schießen. Schön. Dort passt, dort passt. Robben, 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 Robben. Ein Haken, ein, zwei Haken, ein Haken, noch ein Haken, noch ein Haken. Stark, 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 stark. Jetzt ziehe ich in die Mitte. Strafraum rein, noch ein Haken. Oh, schade. Oh, was eine Pass, was mit der Hacke gespielt hier. Souverän, aber Thiago weiß nicht so recht, damit was anzufangen. Verliert den Ball umgehend. An dem Griechen. Schnappverspieler. Oh, Salah. Müller mit
Ein Stockfehler. Alaba ist einfach so mächtig da im Mittelfeld. Der räumt alles ab. Götze. Ob jetzt wieder auf Lewandowski. Ja, diesmal hat es nicht ganz gereicht. Aber Götze macht hier schon zu Beginn ein sehr gutes Spiel. Jetzt ist es präsent. Schließt nicht selber ab. Spielt auch so vor dem Ball auch wieder weiter. Sehr uneigennützig. Aber das aber sehr positiv gemeint ist. Also ist Robben wieder am Ball. Ja, Robben ist wieder richtig am Dribbeln, richtig. Und Spielwitz hat er wieder. Der blüht einmal wieder sehr auf. Und ein Abschluss durch Alaba. Jetzt haben wir erstmal Einwurf. Martinez führt den Einwurf aus. Müller. Thiago springt rein. Und Robben steht da und er macht das 2:0. Per Kopf. Richtig stark, richtig platziert in die linke Ecke der Kopfball. Aber auch ehrlich gemacht von Thiago die Flanke. Bayern erhöht auf 2:0. Kurz vor der Pause. Gut, Müller. Gut. Oh, Götze ackert, sehr schön. Das war ich manchmal. Oh, jetzt noch ein Mann stehen. Und. Oh. Müller fast mit dem 3:0. Es gibt noch eine Ecke. Benazia führt sie aus. Fabio Alonso meinte ich. Und? Nee, das war gar nichts. So, Halbzeit. Der FC Bayern geht mit einer komfortablen 0:2 in die Pause. Was denken sich die Griechen jetzt in der Halbzeitpause aus? Können wir Überraschungen erwarten? Oder haben sie schon mit der Niederlage revanchiert? Wer weiß. Zu Beginn der zweiten Halbzeit gleich mal ein Hackentrick als Anstoß, ohne gute Variante. Was macht Müller da? Weißt du nur er selber? Was ist jetzt noch so eine Trickkiste raus? Gut, der ist wieder am Ball. So, nee, geh mal woanders lang. Nee, da steht so echt schlecht. Nee, hab ich gar nicht gemacht eigentlich. Sollte antäuschen. Oh, lass nicht weglaufen. Ah, Alaba ist einfach stark heute. Weltklasse. Kannst nicht genug betonen. Das ist einfach nur Weltklasse, was Alaba spielt. Ist einfach hellwach. Und immer an der richtigen Stelle, wenn es brenzlig werden kann. Da räumt alles ab. Robben. Ist nicht vom Ball zu trennen.
Rudolf im Pass rüber. Gut. Na, Müller ist heute nicht ganz so auf der Höhe. Hat schon mal so ein bisschen seine Probleme. Aber die anderen, an den anderen läuft alles einfach. Robben, Robben! Nee, da war nix. Boateng wagt sich auch noch ein bisschen nach vorne. Er läuft sogar in den Strafraum rein. Jetzt müssen wir mal aufpassen, dass wir nicht jetzt Konter raten. Jetzt fehlt Boateng nämlich. Aber Alaba ist wieder da. Er ist einfach immer da. Oh. Oh, Alaba. So, ah ne, es war Thiago diesmal. Ich muss schon wieder sagen, Alaba ist einfach immer überall da. Aber es können auch die anderen. Ist nicht nur Alaba. Ne? Oh, Andy hat Neuer mal was zu halten hier. Ob es nur einfach so ein dankbarer Rückpass ist. Dankbares Schüsschen ist. Oh, jetzt platzt da, platzt da. Lewandowski, oh, stark. Ah, nein, haben die aufgepasst. Oh, Alaba, Alaba, herrlich. Was für eine Übersicht. Auch die Pässe kommen alle an. Kaum Fehler. Ja, außer mal einer mal. Unter wenigen. Überhaupt. Bayern erlaubt sich heute sehr wenig Fehler. Da war nicht gut von Lewandowski. Gut, Alaba war wieder aufgepasst. Eindeutig heute der Man of the Match hier in Alaba. Also, weil er heute alles rausgeholt hat. Einfach nur Weltklasse. Das ist einfach zu krass. Den muss ich einfach hervorheben heute. Boah, ich tunnel den sogar da. Thiago, oh komm, wo ist er mal noch was? Mach, irgendwas ist noch drin hier. Komm, Müller! Und? Was abseits? Ah, Müller ist runtergegangen, aber das ist eigentlich auch nur noch Zeitspiel. Zeit zu schinden. Zeit zu gewinnen hier der Wechsel. Oh, absolut mal faul. Mal Freistoß für Pyrios. Aber ist zu weit weg vom Tor. Als wenn da jetzt. Wenn da jetzt eine große Chance rauskäme, weil rumkäme. Aber ist vorbei. Abpfiff. Bayern gewinnt souverän mit 2:0. Und hat die ersten 3 Punkte auf dem Konto. Ganz Spiel hinweg kann nichts anbrennen lassen. Und ist vor ihrer Favoritenrolle gerecht. Und verdient dermaßen die 3 Punkte geholt. So, das war der 3. Match der diesjährigen Champions League Saison. Und ich hoffe, es hat bis euch bis hierhin gefallen, die Spiele anzugucken. Und werden wahrscheinlich am Madrid gegen Schachtja Donetsk noch machen. Und vielleicht noch Man City gegen Juve, das ist auch noch ein Top-Spiel, ein richtig fettes Top-Spiel. Darauf habe ich noch mal richtig Lust drauf. Und ja,
Das seht ihr aber alles in den nächsten Folgen und ja, bedanke mich dann recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Haut rein!